Demon's Souls. Schauen wir mal, was wir heute machen. Logos, yay. On the first day. Patches. Patches mit extra langer Nase in dem Spiel. Ah ja, also, Now ist jetzt auch da und andere Leute, mehr Leute. Sonntag höchstwahrscheinlich Livestream. Weil Montag 1. Mai ist, Mai-Feiertag. Und ja, da werden wir am Sonntag live streamen. Okay, da hier fehlt eins, da hier fehlt eins. Hier fehlt das komplette Zeug. Okay, machen wir erstmal das fertig. Ah, gleich. Ich You brauche have a mehr heart of Vollmond. Ich brauche mir Vollmondgras. Hi. What's the hurry? Where are you off to? Have you? Hello, I'm Kate. Ah, Neumondgras. Dunkelmondgras ist ja noch besser. You have a heart of gold. Don't let. Hello, I'm Kate. You have a okay. So, also machen wir erstmal das hier. Der Bosskampf hier ist interessant. Weil er nicht richtig Bosskampf ist, sondern mehr, bisschen mehr Puzzle. Anfall des Todes. Nicht wegen Anfällen sterben. Wird alles wieder gut. Wird alles wieder gut, now. Zweitleben machen. Laufen wir da jetzt einfach durch und sind beim Boss? Sieht fast so aus. Tatsächlich. Drachengott! Ja.
weise Welttendenz. Ich glaube nicht. Was beeinflusst es nochmal? Oder wie beeinflusst man das nochmal? Ich glaub's nicht. Ich sehe nichts Direktes. Absolut weiß. Das ist gut, nehme ich an. So. Böser Drache. Böser Drache. Böser Drache. Macht man nicht. Kann die Waffe holen? Welche Waffe? Du weißt mehr als ich, was für eine Waffe. Beim zweiten Geschütz. Okay. Ja, der Boss, der ist... Naja. Nicht so spektakulär. Ring des Meisters. Da. Komme ich da noch ran irgendwie? Was macht denn der Ring des Meisters? Erhöht direkten Trefferschaden, sonst vermindert. Aus Stroh gefertigter Ring. Erhöht den Schaden durch direkte Treffer erhöht den durch direkte Treffer genommenen Schaden. Wer den durch andere Angriffe genommenen Schaden vermindert. Okay.
Nicht während DS1. Demon's Souls. Kein Dark Souls 1. Keine absolute Weise. Okay, schade. Drachengott, Dämonenseele, reiner Drachenstein. Okay. So, ein Steinzeug fehlt noch. Und halt der in Boletaria Burg Dingens selbst. Fiel etwas zu spät auf. Ja, aber es gibt ja auch kein Demon's Souls. Eins, es gibt nur Demon's Souls. Do you? Kannst du was mit der Drachengott Gotteszorn? Ja, den will ich haben. Ja, God. Umbasa, ja. Do you have? Gottes Zorn brauche ich auch nochmal zwei. Yes, I. Wo ist die da? The soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdraw from. Art thou done? Mean that. Gibt kein Demon's Souls 2. Noch nicht. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Aber ich würde mich ja über ein Bloodborne 2 mehr freuen. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. So, die anderen Boss-Seelen brauche ich nicht. Interessiert mich alles andere nicht. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Wie viel brauche ich denn? Brauche ich. Ja. Soul of the mind, key to life's ether. Art thou. Ja, das bringt alles nichts mehr. Habe ich bei dir noch irgendwie was deponiert? Hallo? Irgendwelche Seelen? Ah, ne, ups. Wieder lang. Ja, nichts Anständiges. You have a heart. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich am Ende. Nee, das machen wir als letztes. So, machen wir Turm von Latria. Ich bin immer sehr gespannt, was From Software jetzt so zukünftig macht, wenn jetzt eh erstmal mit Dark Souls fertig sind. Wie gesagt, ein Bloodborne 2 wäre sau cool. Oder vielleicht nochmal ein Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne ähnliches Spiel, bloß in einem komplett anderen Setting wieder. In der Zukunft. Das wär's. Zukunfts Dark Souls. Ja, Kollege. Ich kann nicht viel machen. Wo ist denn der? Keine Ahnung.
Dreck! Geh weg, Cthulhu-Viech. Alter. Alter. Space und Aliens. Ah! Ja, was gäb's denn noch eigentlich? Was könnten die noch machen? Ich meine, Mittelalter-Fantasy-Setting haben sie ja. Jetzt mit Dark und Demon Souls. Viktorianisches London haben sie mit Bloodborne. Zukunft nicht passend. Stimmt. Das müsstest du halt. Also wäre auf jeden Fall schwierig umzusetzen. Was könnten sie denn sonst noch machen? Turm von Latria.
klingen. Please, help me. Ja, 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 nerv nicht. Hm. Ja, okay. Silberkrone. Einzigartigen Zauber versehen, der die maximalen MP ihres Trägers erhöht. Wunderschön. Ja, können wir mal tragen. Sehen wir wenigstens unser wunderschönes Gesicht auch mal besser. Unsere schönen roten Haare. Jo, Kollege. Verschlossen. Oh, wer singt da? MP. Magiepunkte. Wie in einem RPG halt. Weil hier in Demon's Souls. Yo. Demon's Souls hast du Magiepunkte und keine Aufladungen sozusagen von den Zaubern selbst, sondern du verbrauchst halt Magiepunkte. Kannst die dann auch wieder mit. Was? Kannst die dann auch wieder mit Items, nämlich diesem Gewürzzeug, aufladen. Oh! Das sind so nervige Kackgegner. So, ist hier nicht einer? Ja, hier sitzt einer. Den kannst du befreien und von dem bekommst du dann bessere Zauber und kannst auch Bossseelen benutzen, um Zauber zu bekommen. Aber wir sind ja ein Priester. Wir benutzen keine böse Magie. Kein Teufelszeug. Wir benutzen nur Wunder. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende von Latria aussieht. Also von dem ersten Level. Ah ja, da hier war der Scheiß.
Quecksilber Rapier. Nicht schlecht. Plus 1 auch noch. Ups. Warum beschützt mich mein Zweitleben nicht davor? Sehr schön. Ja. Definitiv. Wunderschön ist das. Ach, das sind diese komischen. Das sind sehr saftig komischen Tentakelviecher, die so rum singen. Verschlossen. Okay. Bin ich hier richtig? Sieht fast nicht so aus. Ich muss auf jeden Fall hinter das Ding da hier kommen. Habe ich hier irgendwelche Schlüssel aufgehoben? Jo. Jo, Kollege. Okay, dann nicht. Ah. Na, ich finde schon irgendwie. Irgendwann. Irgendwann finde ich es schon. Das ist schon. Geht auch nicht weiter hoch.
kann natürlich sein, dass da draußen auf der anderen Seite Schlüssel sind. Oder dass der Schlüssel hat. Ja, Schlüssel. So ein Hin und Her. Okay, nicht dafür. Ah! Ah! Aha. Das ist jetzt schlecht. Ich könnte es ja mal probieren, ne? Oder so. Oder so. Oder so. Nicht gewusst. Nicht gewusst, dass man da an der Seite einfach langlaufen kann. Ja, das, so geht's natürlich schnell. Da haben wir beide was dazu gelernt heute. Was Neues gelernt. Kommt jetzt als erstes die komische Puppe, Puppenfrau. Oder was das genau ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da hinten einer ist, den man töten sollte, weil der sonst scheiße ist. Weil der sonst irgendwie im Bosskampf selbst irgendwas Dummes macht. Hier ist der Spezialschlüssel, also ich nehme an, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der Schlüssel, der da hier hängt, den kann man dann dafür benutzen, den einen Magier rauszulassen. Und ja. Das Phantom. Weech. Schwer zum Tragen. Augensteine. Yay! Auf geht's. Ja, die Marionettenfrau da.
Witzig. Wer war das? Gut. Mangulatilla. Nie gehört. Hört sich aber nicht schlecht an. Irgendwie. Hört sich an wie eine Mischung aus Nutella und Latte. Anständig. Ding dong, die Hexe kommt. Nee, die Hexe ist tot. Yo, die kenne ich doch. Ah nee, das sind andere. Voll von Dark Souls geklaut. Voll von Dark Souls 3 geklaut. Schön, irgendwelche komischen Gargoyle-Viecher, die mich wegfliegen. Bösen Leute. Wo ist der Keilstein? Da. Gauklerische Dämonenseele. Wir machen mal direkt weiter, ne? Aufleveln kann ich im Moment eh nicht. Schon, das Level ist recht lang, glaube ich. Ich versuche mal ein bisschen durchzuskippen. Durchzurennen. Ich glaube, das ist recht lang. Zuerst helfen sie mir, indem sie mich zu einem neuen Ort bringen und dann wollen sie mich töten. Mann, 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 Leute. Ich hoffe, ich komme auch recht schnell zum Ziel. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Jo, dankeschön, Kollege macht den Weg frei. Nebelwand. Was soll das? Yo, FPS für den Arsch, wir brauchen die schon. Zwei oder drei Feuerdinger gibt's. Ich glaube zwei. Muss ich erstmal kaputt machen.
jetzt die Kette da hier weg. Da oben ist, glaube ich, nix. Nö. Interessant. So, auf zum nächsten. Oh, wenn ich da schon wieder bunte Steine sehe. Ist der ernsthaft auch hier? Oder ist es wer anders? Are you here okay, to fight Patches. The demons? If so, then help me escape this place. Okay. Geht einfach durch mich durch. Wo läufst du jetzt hin? Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Cool. Jo, voll von Bloodborne geklaut. Ein Dark Souls Telltale Spiel, Alter. Das wäre geil. Dark Souls Telltale. Das wäre sau cool. Ja, ich glaube, da wäre die Story an sich ein bisschen zu direkt. Aber trotzdem. Das wär's. Yo, From Software schließt sich für ein Projekt mit Telltale Games zusammen. Die machen halt einfach mal ein Dark Souls Telltale Spiel. Alter, das wär's sau cool. Ja, ist aus, ne? Ja, hier war ich schon. Wo ist denn das nächste? Da hinten. Schauen, ob wir von unten dahin kommen. Hier sind Charakteren, detaillierte Story. Zum Beispiel, ja. Das wäre cool. Das wäre was, ja.
Okay. Beispiel. Hätten auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Ring des Dufts. Lecker. Was sie da so machen könnten. Oh, selbst hier unten so ein fettes Kugelding. Ich glaube fast, ich muss hier nicht hoch. Direkt in das scheiß Loch da hinein. Wie komme ich? Na, da komme ich hoch. Verwirrend. Alles verwirrend. Ah, da oben ist noch. Nebelwand. Auf geht's. Nur dass vor dem Feuer nur Dunkelheit und Drachen kam. Wäre echt nicht schlecht, da ein bisschen mehr zu erfahren. Yo! Warum ist der so? Yo, fuck off. Rotes Phantom. Die sehen nicht gut aus. Absolut nicht. Okay, yay. Zweiter Turm. Aufzug verpasst. Aufzug. Wo bleibt denn der? Okay, zweites Feuerding kaputt. Yay!
kam die Flamme, die später dran genährt wurde. Ha. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob es dazu schon irgendwie Antworten irgendwo gibt. Ob das vielleicht sogar irgendwo mal angedeutet wurde. In irgendeiner Itembeschreibung oder sonst wie. Quantenphysik. Ja. Naja, Quantenphysik ist... warum nicht? Ich meine... Zeit ist sowieso nicht richtig definiert in Dark Souls. Oder nicht richtig anständig. Da ist Vergangenheit und Zukunft und das Jetzt alles überall und irgendwo sonst wo. Komm. Jo, FPS. Jetzt zum Bosskampf. Muss ich über das komische Mother Brain laufen. Rüstung zerstört. Nein! Haben die meine Krone kaputt gemacht, die Säcke. Böses Ding. Was mit der Krone? So, Dark Souls 3 im letzten DLC Hinweise zu Dark Souls 1 finden kann. Ich weiß nur, dass im letzten Gebiet, da wo man gegen, wie heißt der, Gale, glaube ich, kämpft. Diese Dinger, die da rumkrabbeln. Dass das diese Pygmy Lords sind. Und dass dieser Furtive Pygmy, ja, im Intro von Dark Souls 1 genannt wird. Also ganz genau. Außer halt die eine in der Ringed City selbst. Diese eine Statue von Gwyn, die diesen grünen Ring, diesen Chlorophyll-Ring-Dingens da, was auch immer, wie der auch immer heißt, plus 3 hat. Dass das ganz interessant ist. Stelle finden, wo die Schlange auftaucht, wenn wir beide klappen. Der Ort
originale Feuerlink-Schrein. Oder Feuerbrand-Schrein. Das ist interessant. Das habe ich nicht gewusst. Muss ich da jetzt lang? Oder muss ich noch weiter hoch? Ah ne, ich glaube... Verwirrend. Prinz Arena war Feuerlink schon. Interessant, da muss ich mir noch mal anschauen, genauer. Okay, ich glaube, ich bin richtig. Meine Fresse, ist das Level riesig. Da ist der Bosskampf, gut. Ist voll von Dark Souls 1 geklaut. Menschenfresser! Menschenfresser! Warum hat das so viel Leben? Selbst den Schwanz kannst du abschlagen. Voll von Dark Souls 1 geklaut. Jo, nicht runterfallen.
meint. Jetzt verpisst er sich schon wieder. Oh, 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 oh. Dark Souls ist nicht von Demon's Souls geklaut. Ja. Ja, was ist geklaut? Ja, das mit Dark Souls hat's geklaut und Bloodborne hat's geklaut. Das ist. Das hat's von Dark Souls und hat's von Bloodborne geklaut und so weiter. Das ist nur ein Witz. Demon's Souls kam als erstes raus. Also wenn, dann haben es die anderen nachgemacht. Ein Scheißschlag! Gut. Alles nur Shapes. So, machen wir den Boss von der Welt. Können wir im Endeffekt schnell machen, weil es ist. Einmal schnell die Treppe hoch und dann ist fertig. Dann ist der Boss schon da. Machen wir den noch schnell. Alter. Ja, machen wir den noch schnell und dann. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, also morgen dann, machen wir es fertig, das Spiel. So, der Bosskampf ist sehr interessant, weil der ist von Dark Souls 3 DLC Nummer 2 geklaut. Weil hier, wenn NPC, nicht NPC, wenn andere Spieler online ist, und hier ist und so weiter, der wird beschworen. Wenn sich gerade kein anderer finden lässt, dann kommt ein NPC. Sogar wo man den findet in Dark Souls 1. Am Ende von Priscilla. Ah, was ist Priscilla? Jo, warum hat denn der noch mehr Leben? Da! Ah, noch mehr! Nein, lass mich vorbei, du Sack. Nein, ich will nicht sterben. Boss, rette mich. Frage ich mich, ist das NPC oder ist das richtiger Spieler? Ich würde fast sagen, das ist NPC. So wie der spielt. Möglich.
bei den Hooded Demon Souls auch. Vielleicht, keine Ahnung. Möglich. Gelbe Dämonenseele. Okay. Haben wir das auch geschafft. In einem Durchgang. Mehr oder weniger. Ja, hier fehlt jetzt noch das Zeug. Das machen wir morgen. Und dann halt der Endboss. Schwerste von allen. Super duper heftig schwer. Do you Reinigung over. Where are you going? Where are you going? Wo ist meine Frau? Waifu! Wo ist die? Da oben stehen sie bei. Was machst du bei Patches? Nicht mit dem reden, der ist böse. Lass dich ja von dem verarschen. Sag mal, wie viel fucking Wille brauche ich denn für 4 Wundergedächtnis? So the world might be mended. Art thou done? Mend that. Okay. So bald geht's in deine Welt zurück, na. What was the hurry just now? Surely you can spare a mere moment. Man. King Alant led Boletaria with a round table of brave knights. The royal twin fangs, Valifax and Bure. Alfred, the knight of the tower. Metas, the Knight of the Lance, and the brave tribesman, Longbow. Oops. Naja. Also. Morgen wird Demon's Souls fertig gemacht. Beendet und so weiter. Sechsunddreißig. Kackzeug.